Seid gegrüßt wieder hier zu Halo Infinite mit eurem Alpha Chief, jetzt mit einer neuen eroberten Basis. Ich muss eben die Türe schließen. Entschuldigung für die letzte Folge, die leider am Ende ein bisschen chaotisch wurde, lag aber halt an meinen Kids. Ich mache gerade eine Session. Aktuell haben wir 22.46 Uhr. Daher kann es mal vorkommen, dass ich wach werde. Okay. Und wach werde, vor allem die Kids meine ich. Ja, wach werden. Ja, wir sind jetzt hier dabei, die Basis eben für uns ja, eingenommen zu haben. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, Waffen zu catchen. Aktuell nur die Sidekick. So, wir können jetzt noch andere Waffen mitnehmen. Ich bleib aber erstmal bei der Hydra und dem Kampfgewehr mit. Wir haben ja unsere Map. Datenbank. Hat sich da was getan? Nö, scheinbar nicht. Das ist nichts, was ich gerade aktuell sehe. Ab Anflug der Infinity. Wann ist die Waffe einsatzbereit? 37 Minuten und 50 Sekunden, Captain. Das geht vermutlich nicht schneller. Das fragen Sie wohl besser, Sie, Sir. Ich glaube, das hatten wir schon. So, Verbannte. Doch, da war was. Nummer 15, glaube ich, war neu. Unser großer Sieg bei der Festung der Menschen ist vollbracht, Frumonius. Du hast unsere Truppen gut geführt. Atriox wäre stolz. Als Zeichen unseres Triumphs werden die Truppen vor Ort sofort einen neuen Außenposten errichten. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Naja. Erstmal. Gucken wir mal. Wir haben jetzt eine Menge hier. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Ich werde schauen, wie das Überhand nimmt mit den Sidequests und sonstiges. Das wird die Hauptquest sein. Und das wahrscheinlich dann eher die Sidequests. Wir würden jetzt erstmal hier hingehen. Und ich würde sagen, Fahrzeug. Fahrzeug. Ich habe nun Mongos. Dann machen wir das. Mongos Lieferung unterwegs zu Ihrer LZ Chief. Ich frag mich aber nur, woher die ganzen Klamotten her hast. Yay. So. Sonderlieferung. So. Muss jetzt eben schauen. Wo lang? Kann ich von unten nochmal durch? Ist da noch was? Jo! Wir ziehen uns zur Hangarbucht zurück und verlassen das Schiff. Runter zur Oberfläche des Rings? Während es von Verwandten wimmelt? Meinen Sie, hier sind wir sicher? Verwundete tragen? Die Infinity ist verloren. Wir nicht. Okay. Seht ihr gerade an der Hand vom Chief? Ich glaube, das ist so die Hitze, die aufsteigt. Witzig. Habe ich gerade das Tier überfahren? Ey, das ist oben. Also garantiert irgendwo höher angelegen. Wo gehe ich, fahre ich? Definitiv höher. Wir machen das in der alte
Spider-Man. Wir empfangen ein UNSC-Notsignal. Der Signatur nach ist es ein Trupp Marines. Am Leben? Keine Antwort über Funk. Aber wenn sie es sind, brauchen sie sicher unsere Hilfe. Finden wir sie. Kann ich nicht so hoch. Ich kann so hoch. So. Warte. Was ist das? Lasst euch nicht an. Für dich. Oh. Ich hoffe, ich hab's nicht. Ui. Oh, ich dachte, ich hoffe, ich übernehme ich nicht hier. Ich hätte nicht gedacht, dass die so brutal sind. So. Keine Feinde in Sicht. Sie haben dem UNSC ein paar Verluste erspart. Geil. Marines. Genau, nehmt euch gute Waffen. Oh. Kavallerie. Die Verbanden haben mir alles genommen. Zeit ist zurückzuholen. Bruder, du bist cool. So. Haben wir das. Also einen Trupp haben wir schon mal gerettet. Hier ist ein Spartenkern. Ich glaube, wenn ich das mache, das... Boah. Alter. Bruder. Waffen. Digga, das jetzt alles abzuklappern, ist schon bemerkenswert. Aber ich werde es tun. Ach, ihr kommt sogar mit. In Bewegung. Ja. Ja, also. Jungs, seid mir nicht sauer, aber ich glaube. Was? Okay. Ich dachte, ihr habt schon was Interessantes. Ja, Diggis. Also, wenn ihr nicht hinterherkommt, ist das nicht schlimm. Ich bin ohne euch ein bisschen besser dran. So, wo bin ich denn hier? So. Dahin will ich aber nicht. Zumindest noch nicht. Zack. So. Ich muss noch einmal um den Berg herum. Also. Kind hier. Ich glaube mal, ich werde so lange Passagen einfach mal cutten. So ist es erstmal cool, so ein bisschen sich was anzuschauen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Aktuell finde ich das mit dem Berg rumkletterei. Oh, gut. Oh, wir sind schon am Ziel. Tö. Nö, ein bisschen abgenommen sogar noch. Oh shit, nachladen! So. Ist ein Ghost. Feier ich gerade. War das echt alles? Was haben wir jetzt hier für einen Kerl?
So, das heißt wieder für mich, ich kann upgraden. Brauche ich zwei Stück. Ich glaube, ist gar nicht mal so schlecht mit Betäubung. Aber war das nicht so, dass man irgendwie aussuchen kann? Muss? Hm. Egal, Hydra voll. So, jetzt zum nächsten Ziel. Kommen wir wieder zum Spartenkern. Und das Beste an sich. Hört er sich. Also, hört sich gerade an, als wäre hier so ein Grunt am Pennen. Ich hatte auch gerade, wo ich doch kam. Da, ein Ghost gesehen. Ich muss sagen, der verbannten Ghost gefällt mir vom Look. Also gut, auf der Straße werden einige sein. Das ist safe. Hier ist eine Brücke. Könnte man die theoretisch aktivieren? Oh, man fällt in den Tod. Ab in die Leere. Boah, wo werde ich denn jetzt landen? Okay, geht. Oh gut, das war jetzt UNSC-Notsignal in der Nähe, Chief. Nicht hilfreich. Ich markiere es. Das ist ein Phantom. Geil. Klar, dass ich damit jetzt keinen erwische. So. Oh, ich muss aufpassen. Bruder. Ich schicke dich in die Dunkelheit. Oh, wegen Überfahren. Oh, ja, wegen Überfahren. Das macht auch Laune. Dafür ist doch Halo da. Was? Nochmal? Und von wo? Sie haben viele Leben gerettet. Die Marines schulden Ihnen etwas. Danke, Jungs. Und Mädels. Hier kommt verdammt gute Verstärkung. Wenn Sie meinen. Hat vielleicht einen Vorteil, diese Sidequest zu machen, um neue Waffen freizuschalten. So, hier soll ein Spartenkern sein. Ich mache erst Pause, wenn alle Verbanden auf diesem Ring tot sind, Sir. Das war gut. Gut, da könnt ihr mir schlecht folgen. Oh, Bruder. Das ist gut.
wo so viele Nades. So. Spatenkern. Upgrades. Habe ich jetzt wie viel? Eins. Ich muss noch sparen. Scharfschützengewehr. Was ist los, Chief? Mutig von euch. Ach, die weg. Oh, guck mal, die switchen von alleine die Waffen. Ich überlege dauernd, wozu diese faszinierenden Strukturen da sind. Geil. Die switchen selbstständig die Waffen. Und ich check's immer noch nicht, was ich da tue. So. Ich find's aber geil, dass sie selbstständig wirklich Waffen switchen. So. Das ist erledigt. Da muss ich auf jeden Fall hin. Wieso die Mucke? I don't know. I don't know. Frage. Wie kommt man jetzt am besten hin? Ich glaube zu Fuß. Würde ich jetzt mal behaupten. Ob das so klug ist, was ich tue? Maybe. Ob das was bringen wird? Maybe. Oh. Junge, vielleicht gehe ich ganz behindert, ne? Einmal eigentlich am Berg. Ja, oben kommen wir perfekt. Das ist mutig von mir. Das werde ich so lange nicht überleben. Vielleicht eher so rum. Einmal bergsteigen bitte. Für Anfänger. Ich finde das so gut. Am Anfang habe ich wirklich das Ding gehasst. Weil ich dachte, oh, das wird multiplayer-technisch richtig abfacken. Aber jetzt gut. Und das Beste, keine Wand. Meinem Ziel nah. Ist da eine Höhle? Maybe. Digga, jetzt mal ohne Flachs. Das sieht aus so wie so eine Höhle jetzt. Oder es leuchtet nur scheiße. Dass man denkt, es wäre eine Höhle. Verflucht. Sei gehasst, Halo Zeta. Ey, Alter, ich will wirklich zu der Waffenkammer kommen. Oh, der Ring sieht aber geil aus. Oh, das Schiff da oben auch. Ah ja, hier gibt es doch so einen Tag-Nacht-Zyklus, ne? Stabimmt. Ey. Geht doch. Ey, das ist doch fies. Es wird immer fieser. Aber das... Deswegen macht das ja so Spaß. Warte, 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 warte. Digga, ich feier das Ding. Ey, feier das Ding. Teste es gerade auch so aus, wo da die Grenzen sind. Aber scheinbar haben die diesmal gesagt, jo Digga, wir machen keine Grenzen, wir machen keine unsichtbare Wand.
Feier ich. Ansehen. Schießt. Tö. Ich finde es auch gut, dass die Gegner jetzt so, so wie bei den anderen Spielen sind, so, ich habe ein Geräusch gehört, ich muss da gucken, was da los ist. Finde ich gut. Finde ich nice. Alter, was, wofür ich das nicht alles tue gerade. Oh, Digga, ist das am Arsch der Welt. Spiderspaten, Spiderspaten. Digga, der Weg zurück, das wird so geil. Aber hier sieht man wenigstens noch viel mehr. Ups. Alter, das erinnert mich voll fett an Halo 1. Kurz den Fall bremsen. Yay. Sidequesten. Oh. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Und warten. Und besser gesagt. Menschliche Angriffe spürt man kaum. Grüß. Alter. Kannst du sagen, will sich verarschen? Immer noch so zwischendurch diese typische Halo-Mucke. Ich muss Muni laden. Aber ist ja nicht mehr weit. Was sind Tiere, ich dachte schon. Ich dachte schon was ganz Fieses. Hab ich mich erschrocken. Ich wollte es probieren. Hören Sie das? Scheint vom Kommunikationsturm zu kommen. Da will ich jetzt mal hin. Klingt so für mich wie Claptrap aus Borderlands. Ach jo. Warte, warte. Oh. Du hast einen verbannten Propagandaturm zerstört. Einfluss der Verbannten und des Zivilpersonal in dieser Region geschwächt. Geil. Geil. War jetzt nicht so ganz geplant, aber geil. Korrekt. Gut, dass man den Fall so ein bisschen abbremsen kann. Zumindest vermute ich das. Uiuiui. Ich bemerkt habe ich nicht. Das habe ich nicht bemerkt. Der auch nicht. Und irgendwo ist ein Geräusch ganz laut. Ui. Munition. Verbindung zur Zentrale. Kann mich jemand da draußen hören?
Ist irgendwer auf Empfang? Verbandentruppen, 9 Uhr. Eröffne das Feuer! Die Telemetrie ist hinüber und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Nur eins ist klar. Wir befinden uns tief in Feindgebiet. Verbandengerät steigt schneller aus dem Orbit herab, als wir zählen können. Mehr von den 3 Uhr! Wir sind verschanzt und halten die Stellung. Wir begeben uns zum Treffpunkt, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Falls sie sich bietet. Okay. Jetzt ist ganz Nacht und ich glaube, da hinten ist ein Guardian abgestürzt. Die sieht von vorn aus wie ein Guardian aus Halo 5. Da ist noch ein Kick hier. Klar, mit Taschenlampe. Also ein Schakal. Da hinten ist noch ein Schakal. Ich sag mal so, wenn die mich sehen, sehen die mich. So. Noch der hier. Muss ich mal gucken, wo ist jetzt mein Ziel? Da! Munition! Mjolnir-Schränke erhalten kosmetische Gegenstände, die von einem am Multiplayer von Halo Infinite teilnehmenden Spartans ausgerüstet werden können. Erobere Vorpost und Mjolnir-Schränke um die Umgebung. Du kannst die kosmischen Gegenstände der Panzerungshalle ansehen und sie ausrüsten. Ah! Für einen Multiplayer? Oder wie? Du hast einen neuen kosmischen Gegenstand für den Multiplayer-Modus freigeschaltet. Geil! Cool! Das ist gut. In eine Kampagne für Multiplayer freizuschalten ist auch eine schöne Idee seit langem, was ich bei einem Spiel gesehen habe. Finde ich gut. Also in dem Fall so schön zu machen. Aber da es jetzt Nacht ist, kann ich vorstellen, hier sind so andere Gefahren. Und das schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Wem es gefallen hat, gerne einen Kommentar abgeben und natürlich auch ein Däumchen. Schreibt doch rein, wie ihr bis jetzt Halo findet. Muss meine Tasse nicht umkippen. Und für jeden Halo-Fan, gerne auf Discord Halo Dach besuchen. Ups, Entschuldigung, Halo Dach besuchen. Link in der Videobeschreibung. Oh, was ist mit dem los? Egal. Tschüss. Also haut rein.